Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von mir. Ich mache mich gerade fertig. Ich bin jetzt gerade in den letzten Zügen, mich fertig zu machen. Ich habe mir jetzt gerade noch mal schnell meinen Eiskaffee gemacht. Dieser erste Schluck vom Kaffee, vom Eiskaffee, vom Matcha, egal was man morgens trinkt, der schmeckt einfach anders. Und ich merke immer sofort, wie da bei mir richtig Glückshormone freigesetzt werden. Das ist einfach so, dieser erste Schluck ist immer der allerbeste. Wahrscheinlich könnt ihr mir da auch zustimmen. Und jetzt mache ich mir gerade nochmal meine Rouge drauf, aber diese Packung ist einfach so am Schmieren jedes Mal. Und ihr seht ja hier meinen Finger, das ist alles immer komplett eingesaut mit diesem Blush. Aber dafür ist der wirklich richtig schön. Den trage ich ja immer sehr gerne, weil das einfach so ein schöner Farbton ist. Wir haben es gerade Wochenende, es ist heute Samstag und ich habe heute auch ein paar kleinere Sachen vor, bei denen ich euch auch gerne mitnehmen möchte. Und ich fühle mich einfach besser, wenn ich weiß, ich habe so ein paar Sachen am Wochenende erledigt. Ich bin schon sehr lange am Überlegen, ob ich mir Piercings stechen lassen soll. Ich bin normalerweise gar nicht so der Typ für Piercings und Tattoos, wobei ich tatsächlich auch ein Piercing hatte. Das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon längst wieder zugewachsen alles. Aber ich hatte mal ein Bauchnabelpiercing und ich wollte das unbedingt haben. Und mittlerweile denke ich mir auch, dass ich mir das auch hätte sparen können. Aber ich wollte mir ganz gerne hier an meinem Ohrläppchen, also sprich einfach weitere Ohrringe stechen lassen. Ich finde diesen Look total schön, wenn man gerade hier am Ohr so ein paar mehr Ohrringe hängen hat. Ich weiß noch nicht, ob das klappen wird, denn tatsächlich hat das Studio jetzt gerade vor einer Minute erst aufgemacht. Deswegen rufe ich da jetzt direkt erstmal kurz an. Erstmal vielen Dank soweit und dann bis später. Bis dann, ciao. Ich konnte alles klären. Ich kann da heute hin, auch ganz spontan, ohne Termin. Aber der Hauptgrund, warum ich da gerade angerufen habe, war zu klären, ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mir die Piercings jetzt stechen lasse. Denn ich muss tatsächlich nächsten Freitag, also in 6 Tagen, nach China. Ich wollte mir die Piercings einfach schon seit Monaten stechen lassen. Und immer war etwas anderes, wodurch ich dann das verschieben musste. Im Sommer war die Hochzeit, danach war ja auch der Urlaub. Nur jetzt ist es so, dass ich den Tipp bekommen habe, dass ich mir das auch nicht unbedingt im tiefsten Winter stechen lassen sollte. Von daher wäre jetzt gerade noch so das Zeitfenster, in dem es möglich ist. Von daher werde ich das gleich mal machen und dann nehme ich euch gleich mit. Ich bin aber auch sehr aufgeregt. Bei dem letzten Mal, als mir Blut abgenommen wurde, bin ich auch ohnmächtig geworden. Und der Grund, warum ich nach China reise, ist genau der gleiche wie letztes Jahr, als ich da nach Sydney gereist bin. Nur der Unterschied ist, dass ich dieses Mal alleine reise. Also letztes Mal war ja mein Kollege dabei und es ist einfach was anderes, wenn man zu zweit vor Ort ist. Ich hätte natürlich auch bei dieser Reise die Option gehabt, dass ich jemanden mitnehme. Aber ich habe mich dann bewusst entschieden und gesagt, ich probiere es einfach mal allein, denn ich glaube, dass man dadurch auch unglaublich wächst, dass man sich vor allem auch alleine diesen Herausforderungen stellt. Also zum einen natürlich so weit weg zu sein, allein, ganz allein auf sich gestellt zu sein. Und in China ist ja sowieso schon mal vieles anders. Also da muss man natürlich auch gucken, wie man überhaupt über WhatsApp und Instagram und sowas überhaupt noch kommunizieren kann, weil das da ja auch sehr eingeschränkt ist. Ich muss aber dazu sagen, dass wir ja vor Ort die Kollegen haben. Also ich reise ja zu den Kollegen, von daher bin ich ja nicht ganz allein. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Zeit ich dann außerhalb der Arbeit haben werde, aber ich werde euch auf jeden Fall wenigstens so ein paar Eindrücke zeigen. Dann ist mir aufgefallen, ach ja, ich brauche durch die Namensänderung, durch die Hochzeit, brauche ich ja noch einen neuen Reisepass. Eine Woche vorher, lustigerweise, war ich gerade erst da, um meinen neuen Personalausweis zu beantragen. Und da meinte sie schon, dass die aktuell eine ziemlich lange Vorlaufzeit haben. Das Gute ist, dass wir ja hier sehr ländlich leben. Hat aber auch so seine Vorteile, denn gerade wenn es so um so welche Termine geht im Bürgerbüro, dann kriegt man wirklich super schnell einen Termin. Und dementsprechend war ich dann direkt am Dienstag nochmal da und habe dann den Reisepass beantragt, auch direkt mit Express, um da keine Risiken einzugehen. Das ist mal als kleines Update, was es bei mir aktuell so Neues gibt. Dementsprechend nervös bin ich gerade schon, auch wenn der Abflug erst nächsten Freitag sein wird. Aber ich denke natürlich jetzt schon sehr viel darüber nach. Da hat man schon so ein bisschen Ehrfurcht vor der Aufgabe.
Ich wollte euch auch gerade mal zeigen, wie es bei uns hier schon auf der Terrasse aussieht, denn wir haben schon angefangen, unsere Gartenmöbel für den Winter vorzubereiten. Hier drunter ist unser runder Gartentisch. Die ganzen Stühle haben wir in den Keller gebracht. Allerdings ist das mit dem Tisch sehr schwierig und da hat Tobi schon diese Plane drüber geworfen und das alles gut befestigt, denn im letzten Jahr ist das immer wieder abgegangen durch den starken Wind, aber das hält jetzt schon seit ein paar Wochen so stand und ich bin da guter Dinge, dass das dann auch ganz gut halten wird. Wir haben ja leider aktuell keine Überdachung auf unserer Terrasse und dementsprechend seht ihr auch schon, wie unser Tisch aussieht. Den werden wir natürlich nochmal aufbereiten und pflegen, aber da müssen wir uns für nächstes Jahr definitiv was überlegen. Eine Sache, die mich auf jeden Fall sehr stört, sind hier diese Waschbetonplatten. Hier sind so viele Fugen, durch die auch immer wieder Unkraut kommt. Und hier hinten, das hatte ich euch ja auch schon mal, glaube ich, gezeigt, hier haben wir nur einen Maschendrahtzaun. Und ich bin ein Freund von Privatsphäre. Man glaubt es kaum mit YouTube hier, aber ja, hier in meinem Garten hätte ich schon ganz gerne ein bisschen mehr Privatsphäre, deswegen wollen wir da auch entweder was pflanzen oder erstmal einen schönen großen Zaun hinbauen. Ich wollte euch auch noch eine andere Sache zeigen, denn vor ein paar Tagen kam hier noch was ganz anderes Spannendes an, an dem ich doch etwas länger gearbeitet habe. Da habe ich mir doch sehr viel Zeit gelassen. Bei Pretty Orange habe ich Dankeskarten vorbereitet für unsere Hochzeitsgäste. Und so sieht die Karte aus. Die ist auf einem richtig schönen weißen Papier. Das sind zwei Probeexemplare. Ich wollte erst mal schauen, wie mir das gefällt und auch von den Farben her, aber es gefällt mir sehr gut. Wir haben ja mittlerweile auch alle Fotos von unserem Fotografen bekommen und dazu habe ich direkt mal zwei Umschläge bestellt, die ich mir mal anschauen wollte. Einmal dieses helle Elfenbeinweiß. Das kommt, glaube ich, auf der Kamera nicht so gut rüber. Aber ihr seht schon diesen farblichen Unterschied zu der Karte. Das gefällt mir leider gar nicht so gut. Hier sieht der Umschlag deutlich gelber aus als das Weiß hier von der Karte. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht dieser Umschlag. Und der andere Prüfumschlag, den ich bestellt habe, ist diese tolle Farbe. Das ist mal eine ganz andere Farbe. Das entspricht auch nicht der Farbe der Briefumschläge von unseren Einladungskarten. Aber das fand ich so schick. Und wenn ich das jetzt gerade so sehe, den direkten Vergleich, gerade auch in Kombination mit dem Weiß von unserer Karte, werde ich mich wahrscheinlich eher dann für den Briefumschlag entscheiden. Und das ist einfach mal was, was man sehr selten sieht. Das ist, glaube ich, Metallic Bronze nennt sich das. Und das würde ich dann auch wieder prägen mit meinem Prägestempel. Den hatte ich ja auch noch von unseren Einladungskarten. Das werde ich dann wahrscheinlich hier hinten prägen mit dem Olivenzweigmotiv. Und zur Karte habe ich hier eine Collage erstellt mit vier meiner Lieblingsbildern von uns. Habe hier einfach Grazie drunter geschrieben, weil wir ja versucht haben, diesen Italien-Bezug mit einzubauen. Da sind wir ja leider wirklich schon sehr spät dran, aber dafür, finde ich, ist sie umso schöner geworden. Also sie gefällt mir richtig gut und davon werde ich dann jetzt die Tage ein paar mehr Exemplare bestellen und die dann an alle verschicken. Bevor wir aber gleich losfahren werden, wollte ich noch ungefähr eine Stunde wenigstens für mein Video investieren, dass ich da noch ein bisschen weiter dran schneide, denn gerade am Wochenende mache ich dann meistens noch den Feinschliff oder schneide auch schon das Video für die Woche darauf. Und sonntags geht ja immer mein Video online, das heißt, samstags mache ich definitiv meistens noch irgendwelche letzten Handgriffe. Ich werde jetzt noch meinen Kaffee genießen und dann werden wir gleich gemeinsam zum Piercer fahren. Ich habe mich gerade mal fix in Schale geschmissen und habe mir meinen schwarzen Mantel übergezogen. Und ich dachte mir, ich gebe euch mal ein kleines OOTD von heute. Ich habe meine Strickjacke an von Zara. Die habe ich mir schon Anfang des Jahres gekauft. Die wird es da wahrscheinlich nicht mehr geben. Meinen Eiskaffee, nebenbei gesagt, habe ich mir übrigens umgefüllt. Denn jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meine Getränke immer sehr langsam trinke und es einfach wieder nicht geschafft habe, den rechtzeitig auszutrinken. Dann habe ich noch einen schwarzen Mantel von Other Stories um. Mein liebstes Accessoire ist nebenbei gesagt mein Gürtel. Den habe ich euch aber auch schon ein paar Mal gezeigt. Der ist von Amazon. Der lässt sich so gut kombinieren und der kommt auch in ganz vielen verschiedenen Farben. Dazu habe ich eine schwarze Jeans von Manco an und noch meine klassischen Adidas Samba. Und noch so eine kleine schwarze Tasche, die ist tatsächlich auch schon so alt, da weiß ich noch nicht mal mehr, wo ich die gekauft habe. Und so eine kleine Tasche ist einfach total praktisch, wenn ich in die Stadt fahre und einfach meine Hände frei haben möchte. Und ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg und drückt mir die Daumen, dass ich gleich noch dran komme und da nicht zu viel los sein wird. Fast hätte ich den Schlüssel vergessen. Let's go!
Hört ihr auch so gerne Musik aus den 90ern und aus den 20ern? Ich könnte mir die ganze Zeit die Playlist rauf und runter anhören. Übrigens ein Fun Fact über mich. Ich kann mir manchmal nicht merken, was mir eine Stunde vorher erzählt wurde, aber ich kann mich 1:1 an die Lyrics von Liedern erinnern, die ich das letzte Mal vor 10 Jahren gehört habe. Ich brauche auch immer nur so die ersten Sekunden der Melodie von einem Lied hören und dann kann ich meistens immer schon direkt sagen, um welches Lied es geht. Also welches Lied läuft. Manchmal sind es nur die ersten Sekunden und da ist nur Melodie, aber ich weiß sofort, welches Lied es ist. Aber was ich mit dieser Fähigkeit anstellen kann, I guess we'll never know. Ich bin angekommen, es geht jetzt los. Ich muss noch ein paar Meter gehen. Ich habe hier gerade mein Auto geparkt und dann werden wir gleich sehen, wie viele Piercings ich mir gleich stechen lassen werde. So, ich bin schon wieder raus und so schnell wie ich drin war, bin ich auch wieder rausgekommen und die Ohrringe sind drin. Wir haben jetzt aber erst nur auf dieser Seite 2 reingemacht und auf dieser nur einen, weil es sonst zu viel gewesen wäre und wenn es sich dann doch entzündet und ich bin nicht da, wäre das schlecht gewesen. Aber ja, es ging richtig schnell und es tat auch gar nicht so weh. Ich hatte ja doch ein bisschen Angst, dass es doch zu sehr weh tut, aber es ging wirklich richtig schnell. Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Rückweg. Ich habe jetzt gerade noch mal bei Teestübchen vorbeigeschaut. Das ist so ein ganz kleines süßes Café hier in Hannover. Die machen... Hört ihr das? Oh nee, das war die Gegnermannschaft, das war Schalke. Es scheint heute ein Spiel zu sein, also 96 spielt scheinbar gerade oder gleich, keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, die gehen auch alle gerade vom Stadion weg und gehen in die Stadt. Eigentlich ist das Stadion da hinten. Vielleicht ist es auch schon vorbei, ich habe keine Ahnung. Ich bin gar nicht in dieser Fußballwelt drin. Jedenfalls ist hier gerade super krasser Stau und ich komme hier gerade nicht aus dieser Stadt raus. Und da vorne sehe ich schon die Kreuzung, zu der ich muss und dann brauche ich einfach nur rechts abbiegen und da ist keiner mehr. Jedenfalls wollte ich euch ein ganz kurzes Update nochmal in Ruhe geben. Ich wollte ja eigentlich auf der einen Seite insgesamt 4 haben und auf der anderen Seite insgesamt 3. Also auf jeden Fall, dass es nicht gleichermaßen viele sind. Sie hat mir aber dann doch davon abgeraten, dass ich hier den 4. noch setzen lasse heute. Für den Fall der Fälle, dass es sich doch entzündet und ich dann nicht hier in Hannover bin. Und sie meinte auch, dadurch, dass sie alle relativ nah aneinander sind, soll ich das eh erstmal alles verheilen lassen, denn das schwillt ja auch alles ein bisschen an. Und dann machen wir das in ungefähr 6 Wochen. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier langkomme. Ja, hier ist auf jeden Fall was los. Das könnt ihr euch gerade nicht vorstellen. Das Problem am Ganzen, warum hier gerade so viel los ist, jetzt habe ich das auch gerade gesehen, die ganzen Fußballfans, die gehen einfach. Das ist gerade so eine große Menschenmenge, die gehen einfach, egal ob die Ampel rot ist oder grün und dementsprechend geht hier gerade wirklich gar nichts voran. Die halten echt gerade den ganzen Verkehr auf. Wenn ich es dann geschafft habe, hier aus der Stadt rauszukommen, dann sehen wir uns gleich wieder bei Rewe. Das hier ist bisher meine Ausbeute, Feta und Frischkäse. Ich bin aber für was ganz Bestimmtes hier. Und das ist hier in der Süßigkeitenabteilung. Und zwar war ich auf der Suche nach diesem Popcorn. Das wollten wir uns nämlich heute mal in der Mikrowelle selber machen. Das haben wir noch nie gemacht. Und wir wollten uns heute ganz gerne einen Filmabend machen und schon mal einen Weihnachtsfilm anschauen. Und dazu dachten wir, machen wir uns selbst Popcorn. Mal schauen, wie es schmeckt. Ich bin zurück zu Hause und dachte mir, ich bereite schon mal direkt unser Abendessen für heute vor, denn ich habe hier noch so einen Spaghetti-Kürbis. Ich habe noch nie Spaghetti-Kürbis gegessen, von daher ist es heute das erste Mal und als ich vorhin darauf gewartet habe, dass ich mit meinen Piercings dran bin, habe ich in der Zwischenzeit mal so ein paar Rezepte durchgegoogelt und war jetzt gerade noch bei Rewe und hatte mir da noch Spinat gekauft. Ich liebe einfach Kürbis im Herbst. Ich finde, es ist so ein richtig schönes herbstliches Gericht. Und den Kuchen, den ich mir vorhin gekauft habe, der ist gerade noch im Kühlschrank. Ich mag das nämlich, wenn er so richtig schön kühl und fest ist. Und gerade wenn es um das Thema Kürbis geht, gibt es ja einen
ultimativen Hack, den jeder kennen muss. Den kennen vielleicht auch schon viele von euch. Wenn ihr diesen Kürbis aufschneidet, ist das im ersten Moment erstmal super schwer, denn der ist richtig fest. Und da hilft es, dass man den Kürbis einfach vorher für ein paar Sekunden in die Mikrowelle legt. Dann wird er nämlich schon direkt weich und man kann ihn viel besser in Stückchen schneiden. Beim Rausnehmen muss man unbedingt darauf achten, dass man sich nicht die Finger verbrennt, denn der Kürbis ist erstmal richtig heiß. Da muss er halbiert werden, die Kerne werden entfernt, dann kommt noch etwas Olivenöl on top und noch Salz und Pfeffer. Und beim Salz nehme ich immer sehr gerne Trüffelsalz, das ist sehr lecker. Und dann kommt der Kürbis auch schon mit der Innenseite auf ein Backblech und bei ungefähr 180 Grad für 40 Minuten in den Backofen. Während der Kürbis gerade im Ofen ist, habe ich mir jetzt mal meinen Kuchen aus dem Kühlschrank geholt. Tobi hat sich schon sein Stück weggenommen. Ich habe hier dreimal Schokolade gekauft und einmal diesen Möhrenkuchen. Und ich sag euch, der ist so lecker. Der ist hausgemacht in dem Café und der schmeckt so gut. Der Schokoladenkuchen ist so richtig schön schokoladig. Und gerade Möhrenkuchen ist so ein typischer Kuchen jetzt für die kältere Jahreszeit. Der schmeckt einfach, wenn es kühler und ungemütlich draußen ist, schmeckt der gleich viel besser. Für Capri ist inzwischen auch schon Zeit für ihr Abendessen und da geben wir ihr in letzter Zeit dieses Hundefutter von der Marke Hello Bello. Das ist Bellos Ringeltanz. Das ist an dieser Stelle keine Zusammenarbeit. Ich werde dafür nicht bezahlt, euch das zu zeigen, aber es wurde mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit wir das einmal testen können. Und bisher ist Capri davon sehr begeistert. Das ist mit Schweinefleisch. Das Gute an Hello Bello ist, dass man das alles konfigurieren kann. Also ich konnte angeben, was die Bedürfnisse sind von Capri und dementsprechend wird das Futter angepasst und der Vorteil ist auch, dass das tierärztlich entwickelt ist und dass alle Zutaten darin auch bei geringen Temperaturen gekocht werden, sodass auch die Nährstoffe erhalten bleiben. Und es ist auch frei von künstlichen Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen und auch extra Zucker. Und dazu kommt noch so ein Tippi-Topping, das ist eine Rinderbrühe und gerade für den Anfang ist es ganz praktisch, wenn man den Hund an das neue Futter gewöhnt und das wird dadurch einfach ein bisschen schmackhafter noch. Und ein Tipp von mir, das mache ich sowieso immer ganz gerne. Wenn Capri wenig trinkt, gebe ich ihr auch immer gerne so eine Rinderbrühe oder auch wenn ich grundsätzlich Fleisch koche, natürlich ohne Salz, dann fülle ich ihr ganz gerne sowas auch nochmal mit ins Wasser. Dann trinkt sie auch automatisch mehr Wasser. Ich werde euch das mal unten verlinken, dann kommt ihr da zu dem Hundefutter. Sobald der Kürbis fertig gegart ist, nehme ich mir zwei Gabeln und versuche das Kürbisfleisch in Spaghetti-Streifen zu ziehen. Dann kommt noch der Rahmspinat obendrauf. Noch ein paar Pinienkerne und bei mir kommt noch etwas Feta-Käse mit drauf. Dann vermenge ich das alles mit dem Kürbisfleisch. Dann kommen wieder Pinienkerne drauf und noch etwas Parmesan. Und dann kommt der Kürbis nochmal für weitere 5 Minuten in den Ofen, damit der Käse on top auch schmelzen kann. Dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe, ist mir das wirklich sehr gut gelungen. Ich hatte ja den Kürbis eben gerade schon so aufgeraut, um diese Spaghetti zu machen. Aber dabei hatte ich eher das Gefühl, das wäre eher so eine Kartoffelkonsistenz. Wir probieren das Ganze jetzt auf jeden Fall mal. Also ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Auch gerade diese Kombination mit dem Spinat und dem Feta und den Pinienkernen. Der Kürbis an sich ist jetzt, finde ich, gerade gar nicht so geschmacksintensiv, aber diese Kombination. Ich hatte übrigens bei meiner Recherche auch gelesen, dass ein Spaghetti-Kürbis auch eine Low-Carb-Alternative zu normaler Pasta ist. Also für diejenigen, die darauf achten, werde ich definitiv öfter machen in Zukunft. Ich werde euch das Rezept auch unten in die Infobox setzen. Die Herbstsaison ist ja noch nicht ganz vorbei und ich werde noch ein paar davon bekommen wahrscheinlich. Es ist mittlerweile schon etwas später und wir haben den Kürbis inzwischen aufgegessen und wir sind beide sehr satt. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut geschmeckt und ich werde das Gericht auf jeden Fall wiederholen. Tobi hat es hingegen nicht geschmeckt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass er den Käse nicht dabei hatte, weil er keinen Käse mag. Dementsprechend hat er natürlich keinen Feta und keinen Parmesan gehabt, was aber sehr viel zum Geschmack beigetragen hat. Daher für euch die Info, lasst den Käse nicht weg. Und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt noch einen schönen, gemütlichen Weihnachtsfilm gucken möchten. Und da hole ich gerade mal Popcorn raus. Das hatte ich ja extra vorhin noch gekauft. Das würde ich jetzt einfach so, wie es ist, in die Mikrowelle geben. Mal schauen, was wird. Da ist der Beutel und der wird auch immer größer scheinbar. Da steht aber drin, erst wenn man es nicht mehr aufpoppen hört, für 3 Sekunden, dann ist es fertig. Schaut mal, wie groß der Beutel inzwischen ist. Das ist das Popcorn-Ergebnis. Das kann sich doch wirklich sehen lassen.
Hat wirklich Ähnlichkeit mit dem aus dem Kino. Ist richtig warm. Schmeckt wirklich sehr lecker. Schmeckt tatsächlich wie im Kino. Allerdings nicht ganz so süß wie im Kino. Die im Kino kommen mir mal ein bisschen süßer vor. Und was ich jetzt hier sehe, ist, dass hier dann doch noch ganz schön viele Kerne übrig sind, die nicht mit aufgepoppt sind. Ich hatte nur Angst, dass das Popcorn verbrennt, deswegen habe ich es jetzt mal rausgenommen. Ich hatte es sogar schon länger drin, als eigentlich angezeigt wurde. Das ist eine Tüte. Gut, dass ich 3 Packungen gekauft habe, denn das ist jetzt nicht gerade viel. Dann werden wir uns gleich mal den Weihnachtsfilm anmachen. Ich habe uns gerade mal für die richtige Atmosphäre ein paar Kerzen angemacht und ich kann es kaum abwarten, dass bald wieder die Saison der Weihnachtsfilme losgeht. Und wir sind ja heute auch sehr früh dran damit. Das ist der Film, den wir uns ausgesucht haben. Der nennt sich Christmas Charm, ein zauberhaftes Geheimnis. Den haben wir über Amazon, glaube ich, gefunden. Und hier auf dem Tisch steht auch unser Popcorn schon bereit. Und auf meinem Schoß hat es sich auch schon Capri gemütlich gemacht. Ihr seht hier nur ihre Pfoten. Die kann es auch kaum abwarten, bis die Weihnachtsfilme losgehen. Ich werde mich auch an dieser Stelle von dem heutigen Video verabschieden. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat und dass ihr noch einen ganz entspannten Sonntag habt. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, ob ihr auch schon damit angefangen habt, Weihnachtsfilme zu gucken oder ob ihr noch im Herbst seid und erstmal den Herbst in vollen Zügen genießt. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag heute und auch einen tollen Start in die neue Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag mit einem neuen Video von mir wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut. Thank you.